Ja, willkommen auf meinem Kanal 7 Tage Gaming. Ich bin der Stefan und wir spielen heute wieder Scum und natürlich wie immer bei mir auf dem Server 7 Tage Gaming, ein reiner PvE-Server mit Willkommenspaket für jeden Anfänger, für jeden neuen Spieler. Das ist einmalig und wir haben auch einen Bot am Server, der für die Fahrzeuge sorgt und es funktioniert auch wunderbar. So, ich bin hier in meiner Spielerfigur als Profi-Schlossknacker und jetzt schauen wir mal auf die Map. Ich bin nämlich hier im Sektor B0 an der Bunkeranlage und die wurde mir empfohlen. Ja, und dann würde ich sagen, das lasse ich mir gleich nehmen, da schauen wir rein. Und vielleicht können wir da das eine oder andere Teil beim Knacken wieder ergattern. Schauen wir mal. Ich fahre jetzt einmal rein. Ich hoffe bloß, dass nicht gleich ein Sprengel kommt. So, da ist das Haupttor. Das mache ich jetzt einmal auf. Und ich höre nichts. Das ist schon mal gut. Fahren wir mal ein Stück. Da läuft doch eigentlich immer ein Sprengel rum. Ist im Moment keiner da. Das ist auch gut. So, ich bleibe mal hier stehen. Dann brauchen wir unseren. Machen wir erstmal die Türe zu. Brauchen wir unseren Knacker-Rucksack. Das Essen, das können wir lassen. Das lege ich mal auf den Boden. Das kommt noch mit rein. Nähzeug, Axt, das brauchen wir alles nicht. Okay. Dann würde ich sagen, Knacker. Und den legen wir da rein. Und dann nehmen wir noch einen leeren mit. Das kommt da rein. Nee. Da wollte ich es eigentlich nicht drin haben. Den wollte ich da haben. Und den rüsten wir aus. Und der kommt in die Hand. So, da haben wir eigentlich genug. Gut, gehen wir rein. Hier liegt nichts rum. Ich mach mal vorsichtshalber wieder zu. Oh, Käse. Ah, okay, den tun wir mal da unten rein. Da ist keiner. So, wo sind sie denn jetzt, die Schränke? Die Schränke. Ich will eigentlich hier nur knacken. Aber hier könnte man reinschauen. Hier gibt es auch Schraubendreher. Oh, nochmal essen. Muss ich mitnehmen, hilft nichts. Na. Nee. Liegt denn da? Nee. Ich lasse mich schon wieder ablenken.
Hier können wir knacken. Das machen wir auch. Los geht's. Und dann machen wir den hier drüben auch gleich. Den nehmen wir in die Hand und die Muni nehmen wir mit. Was haben wir denn hier? Nimmt viel Platz weg, aber für den Anfang nehme ich es jetzt einmal mit. Da hätten wir alles. Ich schmeiß die Items raus, weil dann spawnt schneller neues Zeug nach. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wir nehmen nur die Sachen mit, die Kohle bringen. Der Rest ist uninteressant. So, hier wäre wieder ein Schrank zum Knacken. Die Money nehme ich mit. So. Hier ist noch einer. Na komm. Gescheitert. Gibt's da nicht? Locket. Habe ich keine Dietrich mehr? Okay. Dann machen wir halt schnell welche. So, das reicht wieder fürs Erste. Gut. Dann knacken wir gleich mal. Was kommt da für eine Meinung? Egal. Jetzt haben wir. Oh, die Weste, die nehmen wir mit. Halt. Der. In die Hände nehmen. So, ich habe aber da vorne was gehört. Das gefällt mir gar nicht. Die Geräusche. Ich glaube, die sind über mir. Ich bin mir bloß nicht sicher. Nicht, dass sie durch den Boden durchbacken. Ich bin ganz nervös. Da ist wieder was zum Knacken.
Ja, außer Munition werde ich doch heute nicht viel finden, ne? Okay, da bin ich rein. Oder ist es oben im ersten Stock? Es kann sein. Ich gehe mal rauf. Ich nehme mal meine Waffe in die Hand. Da ist aber noch irgendwo einer. Lade mal nach, mein Freund. So, wo ist es denn? Da ist es. So, ich hole meinen Rucksack wieder. Da ist er. Schauen wir mal. Oh, da hinten ist noch einer. So, jetzt sollte aber Ruhe sein. Da haben wir noch was zum zwei Stück. Komm, dann schauen wir rein. Wieder Muni. Da geht's in die Killbox. Na komm. Ja, Magazin, okay. Und Patronen. Halt muss ich schon wieder, wir könnten eigentlich gleich mal wieder welche rausnehmen. Mal wieder fürs Erste. Und dann soll es ja hier auch einen Raum geben, wo man den Schutzanzug finden kann. Ich habe mir jetzt extra keine Map angeschaut, weil ich es so finden will. Irgendwie werden wir da schon rankommen. So, den nehmen wir auf.
Und die hier nehmen wir auch auf. So, da hinten wird es nicht weitergehen. Liegt hier irgendwas Wichtiges? Nee. Messer. Schau mal in die Schränke rein. Vielleicht findet man sogar wieder ein schönes Schloss. Nee. Also, Kontrollraum waren wir. Taktische Armeehose. Eine schwarze, die nehme ich mal mit. Das nehmen wir auch mit. Okay, hier wird doch noch einer, oder? Komm, den machen wir auf. Ein Helm. 61% nehmen wir mit. Die habe ich schon. Hier würde es was. Oh, vielleicht gibt es was auf die Schnelle zum, zum Trinken. Einmal trinken. Reicht. Bin ich rein. Knacken, alles knacken. Komm, komm, komm. Wieder Magazin. Da könnten Schraubendreher sein. Oh, noch mal essen. Okay, nehmen wir sie mit. Oh, Waffenreparaturset. Das nehme ich auf alle Fälle mit. Hier ist keiner drin. Jetzt müssen wir aufpassen. Okay, hier geht's wieder raus. Und geht's hier auch wieder raus? Kontrollraum, ne? Oh. Ich würde sagen, den lassen wir mal piepsen. Dauert jetzt nicht lange.
komm, mein Freund, explodier. Ich glaube, das sind 60 Sekunden immer, ne? Im Gelände, würde ich sagen. Pick up. Also hier war ich noch nicht. Komm, das knacken wir. Haben hier wieder Munition. Ich glaube hier draußen in den zum Knacken. Da findet man nicht viel. Was haben wir hier? Armory, da haben wir ihn doch. Komm, mach zu. Was liegt denn da am Boden? Das Magazin. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Happy Knacken. Drei habe ich. Vier habe ich noch. Oh oh. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ah, ich bin gekommen. Reichen mal die letzten vier sogar hier. Okay. Also schauen wir mal rein, was wir denn so haben. Ne? Magazin. Nichts Besonderes. Die brauche ich nicht. Ah, die kommt rein. Es kommt rein. AKS-74. Rein damit. Halt, hier ist noch einer, den nehmen wir noch mit. Sehr schön, dann nehmen wir das mal in die Hand. Also eine Waffenkammer haben wir gefunden. So, was haben wir hier? Kontrollraum. Nee. Klebeband. 30 von 30 wäre nicht einmal so schlecht, aber wir sind jetzt hier zum Knacken. Was ist hier? Hier geht's raus. Hier geht's auch raus. Komm, knack auf. M70 Bajonett geht noch rein. Nehmen wir mit. Okay, ich glaube hier sind wir soweit durch. Ich glaube, ich mache gleich noch. Das sind noch. Wir sind da drin. 6 Stück. Komm, machen wir die Schachtel noch leer schnell. So, dann ist die auch weg. Und dann schauen wir mal, wo der Raum ist, wo es den Schutzanzug gibt. Wenn ich nicht schon vorbeigelaufen bin.
So, nimm mal die Pistole in die Hand. Da ist er. Oh oh. Okay. Ich mach hier mal zu. Ich lade mein Magazin. Wo ist es denn? Mein Magazin ist nicht mehr da. Da ist es. So, das können wir doch stapeln. So. Okay. Ich nehme lieber mal die Waffe aus der Hand. Nicht, dass ich den Bug wieder bekomme. Also hier ist so ein Schrank nicht. Hier ist er auch nicht. So, da mal Brecheisen habe ich keins dabei. Ja, hier ist er nicht. Aber hier kennt es Medikamente. Oh, Kohle. Was haben wir denn hier schöne Schmerztabletten? Nehmen wir mit. Und ein Eisenrohr, das lassen wir liegen. Daran. Nee, ich will mich nicht hinlegen. Ich will da an das Nachttischchen. Nix. So, da waren wir schon.
glaube, da war ich auch schon drin, oder? Mach jetzt mal hier die Tür auf, nicht, dass ich da nochmal doppelt reingehe. Ja, ich glaube, da waren wir schon, ne? Okay, also hier ist es nicht. Oh, ist der vor mir gespawnt? Habt ihr das gesehen? Oder ist er durchgebackt? Kommt da noch was? Die Schweine backen. So, Magazin. Warum dass er das jetzt immer da unten ablegt? Keine Ahnung. Aber ich fülle sie mal vorsichtshalber nach. So, dann schauen wir mal schnell unsere Verletzungen an. Ja, es passt schon. Hier ist die Killbox, hier war ich ja schon. Kontrollraum, da waren wir ja schon. Wir sind im zweiten Stock, ne? Ich würde nämlich gerne den Schrank, das Zimmer noch finden mit dem Schrank. Mach jetzt mal die Türe zu. Da geht's raus. Nochmal Kontrolle. Da waren wir noch nicht. Da geht's auch wieder raus. Da geht's rüber. Ich bleibe jetzt erst einmal hier. Okay, hier waren wir schon. Okay, hier geht es nicht weiter. Dann gehen wir jetzt runter. Hier ist er nicht. Liegt jetzt da drin. Was ist denn das Rote hier? Na? Trinken nehmen wir mit. Ich glaube, trinken brauche ich sowieso. Komm, das trinken wir aus. Kontrollraum. Da waren wir ja gerade, da war ich nicht drin, oder? Da ist er aber auch nicht. Und da ist er auch nicht.
Ich glaube, ich renne im Kreis. Ja. Okay, da waren wir auch schon. Und da waren wir auch schon. Da geht's raus. Jo, nicht gefunden. Würde ich mal sagen, nicht gefunden. Ich glaube, hier war ich noch nicht drin. Mach mal die Türe auf. Geht's hier hin? Hier geht's wieder. Okay. Da waren wir schon. Nee. Keine Chance mehr. Ich weiß immer, wo ich bin. Da geht's raus. Da ist kein Schrank. Da ist einer. Ah, ich habe ihn. Steht da. Okay. Ich habe ihn gefunden, Leute. Ich habe ihn gefunden. Ja. Komm, den knacken wir jetzt. Oh. Was ist jetzt los? Oh. 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 Gescheitert. Brecheisen. Ich bräuchte ein Brecheisen. Aber ich glaube, Brecheisen geht da nicht. Hä? Okay, das ist auf alle Fälle der Schwere zum Knacken. Das heißt, ist das? Ich probiere es jetzt noch einmal. Viermal probiere ich es noch. Es wird nicht viel bringen. Okay. Hohoho. Okay. Keine Chance, keine Chance. Ich dachte, die wären leichter. Aber anscheinend ist es wirklich einer von den schwereren. Muss ich mir merken. Muss ich mal wieder herkommen. Und jetzt schauen wir mal, da geht's nicht raus. Ich bin aber, glaube ich. Von wo bin ich? Da geht's in die Halle rein. Auf alle Fälle ist der Raum noch vor der Halle. So, was ist hier? Hier war ich schon, ne? Ja. Okay, ich möchte dann bitte wieder raus. Hier geht's raus. Also B0 Bunker, man geht runter. Dann wird es hier in die Halle gehen. In die große Halle. Da mache ich jetzt mal zu. Wir gehen nicht in die große Halle. Ich laufe jetzt einfach mal dahinter.
glaube, ich mache das Treppenhaus zu hier. Hier mache ich auch zu. Kann ich nicht. Okay, wir laufen einfach rum. Und dann kommen wir hierher und dann ist es hier. Genau. Und wenn wir wieder raus wollen, einfach im Kreis laufen. Und dann geht's da wieder raus. Jetzt schießt er nicht. Was hat er denn? Muss er pinkeln? Jetzt kommen sie alle, hä? Das waren gerade die Schritte im Gras, ja. Na los, Freund. Noch einer. Da schreit noch einer. Okay, jetzt ist Ruhe. Erstmal nachladen. Ist das Magazin wieder unten? Oh ja. Komisch. So, ich darf meinen Rucksack nicht vergessen. Der muss unbedingt noch mit. Da ist er. Schauen wir mal ins Inventar. Ja, fast voll. Reicht, ich bin zufrieden. Jetzt pass doch mal auf. Das kommt ins Persönliche. Das Essen lasse ich herausen. So, und dann kommt nämlich der Knackrucksack. Das ist mein normaler Rucksack. Und der Knackrucksack, der kommt wieder da rein. Normaler Rucksack kommt hier hin. Dann nehmen wir gleich mal das Essen wieder auf. Wo ist es denn? War das da rein? Nee. Und das hier kommt alles ins da ist die Verkaufskiste. Schauen wir noch mal rein. Jo. Da schieben wir jetzt, das können wir stapeln. Da schieben wir alles rüber, dann ist der Rucksack auch wieder leer. Und somit habe ich dann bloß noch die Kiste hier.
Genau, und Kiste erst rein, Rucksack rein. Und jetzt schauen wir mal, wo das Essen abgelegt hat. Komisch. Nee, ja, das nicht rein. Es ist weg. Da hat es rein. Eieiei. Jetzt legt es wieder da unten rein. Und warum legt es nicht in meinen Rucksack? Ah, jetzt geht's. Okay, Leute. Das war's und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Servus.